Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Theater Maui. Mörder. Als wir auf dem Weg zurück waren, saß ich mit Mops hinten. Der kleine Hund war eingeschlafen und ich strich ihm Gedanken verloren über sein weiches Fell. Er strahlte eine vertraute Wärme aus, was innerhalb von 2 Tagen passieren konnte. Schulverweis, abgehauen, bei Maurice, ein Hund. Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Ich konnte keine logische Ordnung daran erkennen. Es war einfach geschehen. Ich lehnte meinen Kopf gegen die kühle Scheibe und lauschte dem Rauschen meiner Gedanken. Langsam glitt ich in den Schlaf. Wach auf, wir sind da. Micha rüttelte an meiner Schulter. Ich blinzelte leicht verwirrt und musste mich orientieren. Wir standen vor Maurice' Haus. Ich schüttelte den Kopf und half Micha, Gonzo zu befreien. Dieser weigerte sich partout aus dem Auto auszusteigen, bis Micha ihm ein Leckerlis herauslockte. Kann es sein, dass Gonzo und meine Seelenverwandte sind? Er lächelte. Kann durchaus sein. Sein Lächeln war dünn, zerbrechlich. Ich wollte ihn in den Arm nehmen und trösten, ihm versprochen, dass er geliebt wurde. Aber dafür war unsere Freundschaft nicht eng genug. Wir wären Freunde, nicht mehr. Manu oder Maurice konnten ihm sicherlich besser helfen als ich. In Maurice' Wohnung fiel ich auf die Couch und schloss die Augen. Kein Wort war über meine Lippen gekommen, seit dem kleinen Dialog draußen. Ich wusste nicht, wie ich mich ihr helfen konnte, ob das überhaupt jemand konnte. Ich hatte mich selbst schon in einer solchen Situation befunden. Mein erster Freund und ich trennten uns relativ unschön. Ich war mir schon länger nicht mal sicher gewesen, ob ich ihn liebte. Aber ich hatte mich selbst aus den Fragen gezogen, mich auf andere Dinge konzentriert. Ich hatte gedacht, mein Leben wäre als einziges so schrecklich. Aber ich merkte nun, ich war nicht die Einzige mit Problemen. Vielleicht hatte ich einige schwerwiegendere Probleme, aber die meinigen waren nicht die schlimmsten. Gonzo schleppte sich ebenfalls zum Sofa und guckte mich aus großen Hundeaugen an. Ich verdrehte die Augen und hob ihn auf das Sofa. Dort rollte sich der kleine Mops zusammen und sah aus, als würde er schlafen. Ich strich im Gedanken verloren über das weiche Fell und meine Gedanken wanderten zu Chessie. Wie unglaublich verloren sie sich fühlen musste. Ich konnte nicht wirklich viel für sie tun. Ich kannte sie nicht einmal wirklich. Aber ich wollte ihr helfen. Sie hatte so zerstört und unglaublich traurig gewirkt. Ich hatte sie in den Arm nehmen und trösten wollen, ihr die Tränen von den Augen wischen wollen. Und ihr zuflüstern, dass sie geliebt wurde. Sie tat mir so unendlich leid. Sie war eine wunderschöne und starke Frau. Hatte ihr Leben für perfekt gehalten. Zu merken, dass es nicht so war, musste unglaublich schmerzen. Sie hatte keine Schuld in der Misere, die ihr Leben nun mal war. Aber man konnte niemandem die Schuld geben, wenn man nicht mehr liebte. Ich konnte ihr nicht sagen, dass Micha ein Idiot war. Wenn, dann war das Schicksal gegen sie. Aber sie hatte eine wunderbare Zeit mit ihm verbringen können. Ich konnte Micha nicht sagen, dass er sich wieder in sie verlieben sollte. Ich konnte niemandem vorschreiben, wie man sein Leben zu leben hatte. Ich hatte keine Macht über das Leben anderer. Leider nicht. Ich rappelte mich auf und ging in die Küche. Dort setzte ich mir Tee auf und suchte Kamillentee. Als das Wasser schließlich fertig war, lehnte ich mich gegen die Theke und nippte an meinem Tee. Meine Gedanken schweiften zu meinem YouTube-Kanal. Ich hatte zwar noch das ein oder andere Video in petto, aber ich sollte mal wieder was aufnehmen. Glücklicherweise war mein Laptop für einen Laptop ziemlich schnell und Minecraft oder Browserspiele liefen relativ flüssig. Ich hatte mal ein eigenes Programm dafür zusammengeschustert und seitdem funktionierte alles ganz gut. Mein Mikro zum Mitnehmen war fast so gut wie meines daheim und hatte auch eine ganz gute Synchronisation. Ich ging zu Maurice in sein Aufnahmezimmer, das inzwischen wohl auch Manus war, und platzte mitten in eine Mörderaufnahme rein. Maurice wankte mich zu ihm und zeigte stumm auf das Schwert in seiner Schnellzugriffleiste. Ich nickte verstehend und sah ihm lautlos dabei zu, wie er den einen oder anderen Spieler tötete. Plötzlich schrie Manu hinter mir laut. »Mandado ist es! Mandado ist es!« Maurice sagte leise. »Aber ich bin auch tot. Ich kann nicht mit dem Tabulator sehen!« Ach, Maurice bekam einen Lachkrampf und ich schob seinen Stuhl zur Seite. Ohne einen Kommentar meinerseits übernahm ich die Steuerung und Maurice moderierte, scheinbar sehr verwirrt. Manus Kommentare waren Wortfetzen wie: Oh nee, nee,
Oder, Mann, wieso? Das ist unfair. Anscheinend war Paluten am anderen Ende der Leitung, denn ansonsten luden sie, glaubte ich, keine Mördervideos hoch. Da Maurice und ich die gleiche Steuerung hatten, war es für mich einfach, seinen Charakter zu steuern. Ich tänzelte um den Detective-Boden herum, und als Paluten sich diesen schnappen wollte, lag er ebenfalls auf dem Boden. Dummerweise war ich dadurch so abgelenkt gewesen, dass ich das Mädchen mit meinem momentanen Skin übersah. Und schnell auch tot war. Mann, das war fies. Da will ich nur jemanden töten. Aber nein, da kommt einfach so ein mit meinem Skin um die Ecke. Mann! Paluten war sichtlich verwirrt. Das war's gar nicht dummer, Dado? Maurice zog sich wieder zu seinem Tisch heran, was mich dazu veranlasste, mich auf seinen Schoß zu setzen. Einfach aus Protest. Nee, das war die junge Dame auf meinem Schoß. Die Reaktion Palutens bekam ich nur halb mit. Es war irgendwas von wegen Mordado, der Stecher. Dann beendete er wohl die Folge und ich holte meinen Laptop, um mich in das Gespräch einzubringen. Schnell jointe ich zu Maurice und den anderen. Hey. Hey. Hi. Ich verdrehte die Augen. Wir sehen uns den ganzen Tag. Oh, hi, Manu. Wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Ich kicherte. Sorry, ich wollte fragen, ob irgendwer mit mir was aufnimmt. Mein Puffer wird weniger. Puffy? Nicht Puffy, du Vollspast. Puffer! Pff, du hast Puffy gesagt. Ich bin dabei. Bei was? In dem Moment hätte ich mich selbst schlagen können. Beim Aufnehmen. Oh, klar. Sorry, mein Gehirn ist überhitzt, scheiße. Egal. Was denn? Machst du mal das? Meinetwegen, du willst nur, dass ich mich blamiere. Oh ja, Herr Paluten, ich will, dass Sie sich blamieren. Also, wenn das so ist, dann bin ich auch dabei. Ich ebenfalls. Meine Obsession. Eine Aufnahmesession später lag ich komplett verstört auf dem Sofa. Aber die Gebäude konnten einem auch wirklich Angst machen. Was Paluten zum Beispiel bei dem Begriff Decorations gebaut hatte, grinste schon fast an Selbstverletzung. Ich scrollte durch die ersten Kommentare unter der Masterbell das Folge mit Paluten. Wow, du baust so gut. Baust. Boah, kleines neiges Mädchen. Warum himmelst du bloß eine billige Schlampe an? Weil ich es kann. Ich meine, du serierst Videos ja auch. Aber du kannst nur haten, anstatt nett zu sein. Echt traurig. Du hast dich echt total verändert. Ich kann nie glauben, dass du wirklich noch dieselbe wie vor 2 Jahren bist. Du bist richtiger Mainstream geworden. Paluten, Bombay, Gronk, nimm gar nichts mehr mit Ursaft auf. Bei so etwas kann ich in den Kopf schütteln. Warum betitelten alle Veränderungen so negativ? Und natürlich war ich nicht mehr dieselbe wie vor 2 Jahren. Aber ich würde mich auch nicht als Mainstream einstufen. Ich hatte einfach nur die Möglichkeiten, mit solchen Leuten aufzunehmen. Sie hatten alle schon lange vor meiner Zeit Videos produziert. Ich war ja schon fast ein Newcomer. Aber mit Mauris Freunden hatte ich mich sofort verstanden. Osaf, Wintercracker, Zombay, der Schlingel 01. Das waren meine ersten Aufnahmepartner gewesen. Sie hatten mich allesamt gepusht, und das wohl auch gerne. Jetzt versuchte ich sie berühmt zu machen, da sie das wirklich verdient hatten. Mach mal Platz. Manu stand vor mir. Grummend rutschte ich zur Seite, und Manu ließ sich auf das Sofa plumpsen. Eine unangenehme Stille breitete sich aus. Ich spürte, dass Manu etwas sagen wollte, sich aber nicht wirklich traute. Schließlich rückte er mit der Sprache raus. War es Absicht, dass du nie mit mir aufgenommen hast? Oder hat es sich bloß nicht ergeben? Ich konnte aus seiner Stimme heraushören, dass er die zweite Antwort nicht wirklich glauben würde. Ich ließ mich zurückfallen und atmete laut aus. Ja? Ich rollte mit den Augen und richtete mich wieder auf. Er würde keine Ruhe geben, ehe er nicht die Antwort wüsste. Ihr wart alle YouTuber, bevor ich angefangen habe. Sagen wir mal, ich habe mich intensiv mit euch beschäftigt. Inwiefern intensiv? Eure Wikipedia-Einträge gelesen, alte Videos und Posts ausgegraben. Ich war sozusagen die Klatschküche, wenn jemand etwas besonders Seltsames sein wollte. Glaub mir, das macht mich nicht stolz. Aber es hat mich interessiert, wie es ist, so zu sein. So beliebt, so perfekt. Wir sind nicht perfekt. Ach nee, aber damals habe ich das eben gedacht. Maurice war weggezogen. Ich saß den ganzen Tag in meinem Zimmer und habe mir eure Videos angesehen. Die Schule habe ich schleifen lassen. Ich hatte mich komplett auf euch fixiert.
Euch? Dich, Paluten, Sturmi, irgendwie auch Revi. Ihr werdet interessanter als mein eigentliches Leben. Ich habe mich selbst vergessen und irgendwann... Ihr wart regelrecht eine Obsession von mir. Schließlich habe ich euch schon fast meine Freunde gehalten, ohne euch überhaupt zu kennen. Ich habe mich dann da irgendwie rausgezogen. Na gut, Faces hat mich da rausgezogen. Ich habe meinen Kanal zuerst erstellt, einfach nur, um euch vielleicht irgendwann mal kennenzulernen. Ich wollte euch ähnlich sein. Und man erkennt, wer mich am ähnlichsten sein wollte. Ich warf ihm einen bedeutsamen Blick zu. Aber warum? Ich bin echt nicht so interessant. Leicht lächelte ich. Für dich nicht. Ich habe mich immer gefragt, wie man so sehr darauf beharren kann, nicht erkannt zu werden. Etwas in mir hat an diese ganzen Fantheorien geglaubt, dass du depressiv bist, schwere soziale Störung hast. Es gibt sogar die Theorie, dass du eigentlich ein Mädchen bist. Er verzog sein Gesicht. Na danke. Ich habe das nicht in die Welt gesetzt. Das wären Fans, die noch seltsamer sind als ich. Er schnaufte bloß. Irgendwann hatte ich dann die Chance, bei dir aufzunehmen. Aber ich wollte es nicht. Ich dachte, du wärst irgendwie anders als die anderen. Du warst für mich einer zweiter Maurice, auch wenn dir niemand ersetzen kann. Und ich habe mich einfach nicht getraut, Hi zu schreiben. Theoretisch habe ich deine Nummer mal von Maurice bekommen. Aber ich habe mich nie getraut zu schreiben. Hättest du das nicht übernommen, hätten wir uns nicht kennengelernt. Na, musst du nicht so rot werden. Ist das süß? Aber auch creepy. Aber doch süß. Creepy. Na gut, ein bisschen beides. Er breitete seine Arme aus. Na los, dann kannst du sagen, du hättest GLP persönlich umarmt. Hey! Trotzdem fiel ich in seine Umarmung. Er roch nach Seife. Und Wolle, frisch gewaschen. Durch den Pulli konnte ich seine Rippen eingedeutet spüren. Er hatte einmal gesagt, er wäre untergewichtig gewesen, nun aber nicht mehr. Oder nicht mehr so stark. Er war zwar nicht unbedingt ein Skelett wie ich, aber viel Speck hatte er trotzdem nicht. Ja, ich gebe zu, dass ich diese Umarmung genoss. Es fühlt sich sicher an. Es war keine Umarmung wie Maurice, seine, aber sie war ebenso wundervoll. Ich vergrub mein Gesicht an seiner Schulter und dachte bei mir, das kann für immer so bleiben. 50 Fakten. Doch wie alle Schöne musste es enden. Manu ließ mich aus der Umarmung und strubbelte mir durch die Haare. Kleine Stalkerin. Pfff. Ich versuchte, meine Haare wieder einigermaßen in den Normalzustand zu bringen. Und jetzt will ich was über die Gerüchte über mich wissen. Ich atmete laut aus. Meinetwegen. Also, da gibt's die Fans, die behaupten, du würdest dich nicht zeigen, weil du irgendwelche psychische Krankheiten hast, die dir verbieten, unter Menschen zu gehen. Manu runzelte die Stirn. Ich fuhr fort. Dann gibt's nur noch die eher kleine Fanbase, die steif und fest behauptet, du wärst ein Mädchen. Was? Und wie habe ich dann die alten Real-Life-Videos gemacht? Lass mich ausreden. Du hast anscheinend einen Zwillingsbruder, der irgendwann einfach keinen Bock mehr darauf hatte, weil er sehr faul ist. Willst du mir an dieser Stelle sagen, dass du nur der Zwillingsbruder von GLP bist? Warum hätte ich das machen sollen? Also, wenn ich ein Mädchen wäre. Ich zuckte mit den Schultern. Habe ich auch überlegt. Mädchen haben es immer sehr viel schwerer, sich in der Gaming-Branche zu etablieren als jung. Obwohl es ebenfalls sehr viele weibliche Fans gibt, die Let's Play schauen. Ansonsten gäbe es nicht so viele Fanfictions über euch. Und du willst nicht wissen, wie viele das sind. Ansonsten... Ach ja, dann gibt's ja eben noch die ganzen Shippings. Aber dafür seid ihr ja zum Teil selbst verantwortlich. Vor 2 Jahren etwa ging auch das Gerücht, um dass du sterben wirst. Keine Ahnung weshalb. Sonst weiß ich nichts mehr. Aber die Shippings halten wirklich die Oberhand. Jill Paddle, Zamger, Jamet Dado, Kibistuma bzw. Jill Pelle. Dann gibt's dann auch so ein paar, die mir sich einfallen. Es kann sein, dass ich mein Shipping von Herr Bergmann und dir gesehen habe. Aber viel fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich ließ mich zurück in das weiche Polster des Sofas fallen. Manu ebenfalls. Nach einiger Zeit des Schweigens meinte er, mich würde mal interessieren, wie viele Fakten über mich im Internet sind. Also solche, die wahr sind. Das kann man nachschauen. Da gibt's durchaus Fans, die sich irgendwelche Fakten zusammensuchen oder einfach ausdenken. Wo ist jetzt mein Handy? Ich beugte mich über die Sofalehne und sah unter das Sofa. Nein, hier war es nicht. Ich fuhr mit meinen Fingern durch die Ritzen des Sofas. Ebenfalls kein Handy. Kannst du meins benutzen?
Warte, ich entsperre es dir kurz. Ich sah seine Finger über den Bildschirm flitzen. Hier. Schnell tippte ich den YouTube-Button an und suchte nach Fakten über GLP. Ich ließ das erste Video mit dem Namen 50 Fakten über GLP starten. Wow, dieser informative erste Fakt. Mir war gar nicht klar, dass du Manuel heißt. Er kicherte. Aber selbst ich wusste nicht, wann ich mein SLS Play hochgeladen habe. Ich schon. Oh, die Strikes. Aber das wussten vermutlich noch nicht einmal alle. Ich schon. Da ist sogar die Erstellung von Jamis Fail festgehalten. Mit Datum. Ach nee. Warum ist der Name meiner Mutter hier drin? Weil du ihn gesagt hast, du Spast. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Ich passte extrem auf, was ich in den Videos sagte. Schon öfter hatte ich ein Video verworfen, weil etwas persönliche Dinge darin auftauchten. Noch nicht einmal meinen bürgerlichen Namen kannte die Community. In solchen Dingen war ich wirklich extrem vorsichtig. Vielleicht auch paranoid. Aber in Manu hatte ich ja gesehen, wie leicht Informationen auftauchen können. Das hatte mich ein wenig verängstigt. Man wusste, wo Paluten wohnte, man kannte Mauris bürgerlichen Namen. So etwas hatte ich nicht gewollt. Meine zwei Welten hatten sich nie überschneiden sollen. Aber nun war es geschehen. Vollkommen ohne Absicht. Und es fühlte sich gut an. Ich war nicht mehr alleine. Ich war bei Maurice, bei Manu, bei Micha und Gonzo. Ich war nicht mehr zerstört und lag nicht mehr am Boden. Die Doktoren hatten mir keine weiteren Pillen verschrieben. Manu starrte immer noch wie paralysiert auf den Bildschirm seines Handys. Dieses Bild löste ein Gefühl in mir aus. Ich wusste nicht, was es war. Ich wusste nur, dass es sich gut anfühlte. Sicher. Ich war in Sicherheit. Kopfschmerzen. Ich öffnete meine Augen. Sie waren noch verklebt von Schlaf und vermutlich auch ein wenig von etwas Unidentifizierbarem. Das sehr stark nach Kohlerauch. Manu lag halb auf mir drauf. Mops vollständig auf meinen Beinen. Warum mussten wir immer übertreiben? Ich war 2 Tage hier und zum wiederholten Mal in einer sehr ungemütlichen Position aufgewacht, die man als, sagen wir mal, zweideutig bezeichnen könnte. Ich angelte nach einem herumliegenden Handy und sah auf die Uhrzeit. Dann schmiss ich ein Kissen nach Maurice und versuchte, mich von Manu zu befreien. Ich zupfte an seinen Haaren, versuchte, ihn von mir runterzurollen und strampelte mit meinen Beinen. Alles, was ich erreichte, war, dass mein Bein auch unangenehm eingeklemmt wurde und meine Hand zwischen Manus und meiner Brust klemmte. Entweder da hatte noch ordentlich gesoffen, als ich eingeschlafen war, oder er hatte einen extrem tiefen Schlaf. Ersteres würde seine Fahne erklären. Ich kann euch sagen, auch wenn ein noch so großes Idol von euch ist, das ist nicht angenehm. Maurice bekam mich auch nicht wach. Er hatte zwar kurz gezuckt, als das Kissen ihn getroffen hatte, aber wach war er nicht geworden. Resigniert seufzte ich. Zombie lag diesmal auf dem Boden. Eine halbleere Flasche in der erschlafften Hand. Das war regelrecht ekelhaft. Warum besoffen die sich denn bitte sehr? Dachte ich, bis man mein allzu starker Kater bewusst wurde. Hatte ich mich auch besoffen? Gott, was war gestern passiert? Alle Erinnerungen waren verschwommen. Ich versuchte, mich auf gestern zu konzentrieren. Aber das war mit höllischen Kopfschmerzen so gut wie möglich. Wenigstens hatte ich mich nicht wie alle anderen auf meiner Klasse auf einer Stufenparty das erste Mal besoffen. Ich hätte nicht in der Dunkelheit zurück nach Hause gehen müssen. Insgesamt hatte ich wohl Glück gehabt. Maurice würde sich wohl noch Jahre Vorwürfe machen, weil er zugelassen hatte, dass ich mich besoff. Aber... tja, es hätte schlimmer kommen können. Ich massierte mit der freien Hand eine Schläfe. Manu, geh doch von mir runter. Ich streckte meinen Arm, soweit es ging, bis zum Glastisch und angelte mir mein Handy. Wo das herkam, war mir zwar genauso wenig klar wie der gestrige Abend, aber wenigstens konnte ich mich beschäftigen. Ich tippte das rote YouTube-Symbol an und sah mir meine letzten Videos an. Diese waren zum Glück noch rechtzeitig hochgeladen worden. Da, wo ich wohl noch nicht besoffen war. Abermals versuchte ich mich an gestern zu erinnern. Aber es blieb verschwommen. So wie es hier roch, war bestimmt die ein oder andere Flasche ausgelaufen. Manu schnarchte und Maurice war immer noch nicht aufgewacht. Wenn die noch mehr als ich getrunken hatten, was sie da stark vermutete, würden die in den nächsten Stunden nicht aufwachen. Wie viel Uhr war es gerade eigentlich? Ich tippte auf den Bildschirm und das Menü erschien. 12 Uhr.
Was hatte mich geweckt? Ich ließ meinen Blick so weit wie eben möglich schweifen und entdeckte zwar ein offenes Fenster und zwar weitere fast leere Flaschen, aber den Grund für mein Aufwachen nicht. Schließlich kapitulierte ich und schloss die Augen wieder. Wenn die in den nächsten Stunden nicht aufwachen würden, konnte ich auch noch ein paar Stunden Schlaf abbekommen. Fermé, ey, wach auf. Etwas, besser gesagt jemand, noch genauer Manuel, stöpste mich in die Hüfte. Was? Du liegst auf meinem Bein. Selbst schuld. Als ich aufstehen wollte, da lagst du auf mir. Ich will schlafen. Bitte? Ich kann dir auch was zu essen mitbringen. Fettsack. Damit hatte er mich überredet. Ich rollte mich von ihm runter und fiel auf den Boden. Direkt auf mich, ja. Sorry. Ich zog mich am Sofarand hoch und schmiss mich wieder drauf. Kein Platz auf dem Boden. Ich muss hier weiter pennen. Etwas zu essen und ein Glas Wasser? Ich setzte mich auf und sah ihn müde an. Ich sah vermutlich nicht besser aus als er. Geschwollene und leicht rotstichige Augen. Verschwitzt von was auch immer und extrem ungepflegt. Mit immer noch extremen Kopfschmerzen. Manu richtete sich auf, torkelte ein paar Schritte, eine Hand immer an der Wand oder einem Möbelstück. Bring mir Aspirin mit. Hä? Kopfschmerzen. Aspirin. Bitte. Er nickte und verschwand in dem Flur. Micha blinzelte leicht, woraufhin ich ihm ein Kissen ins Gesicht warf und versuchte ihn aufzuwecken. Diese grummelte und meinte, was ist mit Aspirin? Manu bringt mir eine mit, wenn er schon so verfressen ist und nicht weckt, damit er Essen kriegt. Maulfaul? Müde. Damit war die Unterhaltung beendet. Als Manu kurz darauf mit Aspirin und einem Glas Wasser wiederkam, setzte er sich wieder auf das freie Stück des Sofas und hielt mir beides entgegen. Ich spülte die Aspirin mit dem Wasser hinunter und meinte, Maurice wird ausrasten. Weshalb? Der wird sich Vorwürfe machen. Dass er zugelassen hat, dass ich mich besaufe. Das Theater gab's schon einmal vor ein paar Jahren. Er hatte mich zwar halb dazu angestiftet, aber er meinte trotzdem, sich lang und breit dafür entschuldigen zu müssen. Für was? Schule schwänzen. Ein Tag, mein Gott. Kann sein, dass du eine kleine Streberin bist. Kann sein. Ich hab einfach nicht viel anderes zu tun. YouTube? Das nimmt keinen ganzen Tag ein. Immer wenn ich aufnehme, nehme ich Videos für etwa die nächste Woche auf. Die cutte ich, wenn ich Zeit habe und lade sie zu den richtigen Zeiten hoch. Ist nicht wirklich tagesfüllend. Bei mir dauert es bedeutend länger. Übung. Alles Übung. Hallo, ich mache das sehr viel länger als du. Heißt nicht, dass du es besser kannst. Vielleicht lieferst du auch einfach bessere, aber weniger Videos. Ich habe immerhin 3 pro Tag. Du 2. Woher weißt du so viele Daten über mich? Upload-Zeiten sind nicht so schwer zu merken. Besonders wenn man so hobbylos wie ich ist und gerne nur Wikipedia-Einträge und Infos über YouTuber liest. Manu schüttelte nur den Kopf. Er konnte es wohl immer noch nicht fassen, wie viel über ihn in seinem Privatleben offen zugänglich ist. Es sickerte immer wieder etwas durch. Sein Nachname wurde durch seine Brüder bekannt gemacht. Sein Aussehen hatte er selbst relativ klar gemacht. Ich hatte mein Kanalbild nicht auf meinem eigentlichen Aussehen geschaltet. Er schon. Tja, was nicht alles durchsickern konnte, wenn man nicht aufpasste.